Moin zusammen! Hallo! Ja, oft gewünscht, jetzt mal wieder gemacht. Ich werde anhand eines OPR Human Defense Force Soldaten, also na, ist kein Soldat, ist eigentlich ein Kommandant, glaube ich, an dem hier werde ich jetzt zeigen, wie man von Grund auf eine Figur bemalt. Also schwarz grundiert habe ich sie schon. Das nehme ich immer sehr ungern auf mit meiner Kamera, weil ich habe Angst, dass das irgendwann mal auf meiner Linse landet oder so. Auf meinem Daumen ist es nämlich schon gelandet. Ja, so, als erstes brauchen wir dafür eine Palette und ein wenig Weiß. Ihr könnt auch ein dunkles Grau nehmen. Ein helles Grau meine ich, ein dunkles Grau schon. Ein Grau nehmen. Hier zum Beispiel nehme ich hier dieses Stone Grey jetzt. Heißt das Stone Grey? Ich glaube ja. Ja, Stonewall Grey. Das nehme ich jetzt dafür. Ja. Für die erste Farbe. Und dann suche ich mir noch mein Schwarz raus, wenn ich es wieder finde. Wo habe ich es hingeschmissen? Kann sich nur um Stunden handeln. Genau, hier ist noch ein bisschen Schwarz. Da kommt ganz wenig Schwarz zu. Und das vermischen wir jetzt ein bisschen. Ein bisschen mischen. Weil, ich werde das jetzt in zwei Schichten auftragen. Kennt man vielleicht gar nicht so. Wobei doch, die meisten von euch werden das wahrscheinlich auch kennen. Man nimmt ein dunkles Grau. Nicht zu dunkel, aber ein dunkles Grau. Oder ein dunkleres Grau. Und fängt damit halt an. Und dann kann man schön schauen, dass man von diesem Grau dann, also das dunkle Grau, und dann kommt halt ein helleres Grau und dann kommt halt Weiß am Ende. Also quasi mache ich jetzt drei Schichten Drybrush drauf. Denn ich zeige euch jetzt mal, wie man ganz simpel und schnell eine Figur bemalt. Also, ja, wir nehmen wieder den Schminkpinsel, tupfen das hier alles ein bisschen ab, bis fast nichts mehr dran ist. So. Und dann gehen wir von oben nach unten. Oder auch nicht, denn da sind noch Grate dran, sehe ich gerade. Die wollen wir natürlich nicht haben. Soll ja seinen Helm bewegen können. Apropos Helm, ich habe einen neuen Helm bestellt für meinen. Für mich. Für meinen Motorradgedöns. Ach Mann, geh ab. So. Weil ich habe festgestellt, es ist kalt geworden. So, jetzt geht man von oben nach unten. Einmal so drüber. Pop, 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 pop. So. Das haben wir jetzt ja schon mal hingekriegt. So. Ja. Ich habe die Kamera woanders. Merkt man, ne? So, jetzt seht ihr das nämlich hier. Das ist dieses schöne Grau. So, jetzt nehmen wir uns nur dieses Stone Grey. Grey. Und machen dasselbe nochmal mit dem Pinsel. Damit haben wir das auch schon. Und dann nehmen wir uns jetzt noch Weiß. Und das ist wieder verstopft. Warum verstopft immer das Weiß? Da nehmen wir uns auch noch wieder ein bisschen. Vorher hier ein bisschen die Farbe wieder rauswaschen. Zap, 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 zap. Dann nehmt ihr euch Weiß. Okay, mit der Kamera muss ich noch mal gucken. So. Jetzt haben wir das Weiß. Da gehen wir ganz leicht einmal drüber. So, das waren jetzt schon mal die drei Schichten. Und den Spaß lassen wir jetzt erstmal trocknen.
So, da sind wir wieder. Ich habe mal ein bisschen die Kamera geändert. Wie ihr seht, hoppala. No. Er ist jetzt trocken. Und jetzt nehmen wir uns, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt einfach ein Video erstmal über Speedpaints. Wie man halt schnell mit Drybrush und Speedpaints die Figur aufs Brett kriegt. Und das nächste Video wird dann halt mit Acrylfarben. Und dann das letzte wird dann mit Details. Ja, so habe ich mir das überlegt. Hoffe, euch gefällt das so. So, also wir nehmen uns jetzt als erstes die niedrigen Stellen vor an dem Modell. Also sprich, die Klamotten, die er drunter trägt. Also der hat hier so ein... Also ich will die anmalen wie die Kardianer. Also der hat unten, haben die so... Ja, so hellbeige, sag ich mal, ist das so ein bisschen hellbeige-grünlich. Das werde ich da jetzt hinpacken. Dafür nehme ich mir Mulligan Green. Ich muss mich an die Kamera jetzt wieder gewöhnen. Hier, Mulligan Green. Das nehme ich jetzt nur für die Hose und das Hemd, was zu sehen ist. Ganz einfach, ganz simpel, wie immer. So, und dann geht es schon los. Das packen wir uns jetzt hier irgendwo in ein freies Pöttchen. Und ich hoffe, das passt jetzt auch farblich. Sonst habe ich nämlich nachher wieder ein Thema. Jetzt habe ich nachher wieder ein Thema. So. Und das ist ein bisschen viel. Und dann nehmen wir nämlich nur hier so ein bisschen die Hosen mit. Da muss man bei dem Modell ein bisschen aufpassen. Die haben nämlich überall irgendwelche Gurte. Zum Beispiel hier für den ich habe auch völlig falschen Pinsel gerade in der Hand. Auch für die hier für die Tasche, Knieschoner etc. haben die überall Gürtel. So, und das machen wir nämlich jetzt hier einfach. Erstmal alles mit Mulligan Green. Und wenn ich das fertig habe, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, das haben wir. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Hier ist jetzt Mulligan Green drauf. Auf der Hose zum Beispiel. Auf dem Hemd. Also da, wo man es sieht, am Bauch. Ne? So, das haben wir. Wie gesagt, alles mit Speedpaints. Ganz simpel, ganz einfach. Und deswegen nehmen wir jetzt noch für die Rüstung Orkskin. Orkskin Green. Orkspeed Paint. Geht super. So, packen wir mal ein bisschen dahin. Und da geht ihr jetzt auch einfach drüber. Über die Rüstungsteile. Ja, zum Beispiel der Helm. Kann ich euch hier nämlich super dann zeigen. Zack, zack, zack. Wirkt jetzt ein bisschen sehr hellgrün, aber ich sage jetzt nur zur Vorführung quasi. Genau. Einfach mit Orkskin Green. Und das machen wir jetzt mit der ganzen Rüstung. So, die Rüstung haben wir jetzt schön fertig. Alle Rüstungsteile, wie ihr seht. Und jetzt fangen wir einfach an mit der nächsten Farbe. Und zwar Hardened Leather. Ja, damit mache ich den Rucksack, die Gürtel und so, die der hier überall dran hat. Hier auch. Und dann
Ja, dann noch die Schuhe, ein bisschen Gesicht. Da muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Bart mache. Vielleicht nehme ich da wirklich Acrylfarben, weil die sind doch relativ flüssig dafür. Und dann ist der eigentlich schon fertig, also für den Spieltisch. Ja. Wie er euch dann gefällt, ist natürlich Geschmackssache. Aber wenn der fertig ist, kann er auf den Spieltisch. Und das ist halt der Vorteil von Speed Paints. Ja, ich glaube, ich bin jetzt seit einer halben Stunde oder so dran. Also nicht ganz, ne? Also Viertelstunde jetzt für Grün und das Gelb. Wenn ich jetzt das mit dem Braun und so, ich schätze mal, ich habe den in einer halben Stunde ungefähr fertig. Und das ist natürlich super für große Armeen, weil wenn die nebeneinander stehen, fällt das nicht mehr auf. Ne? Jut. So, also ein bisschen Hardened Leather. Für zum Beispiel den Rucksack. Finde ich immer ganz super. Hardened Leather finde ich schöner als das andere, was es gibt. Oder die anderen. Weil ich finde, das hat eine super Farbe, wie ihr hier seht. Ist halt nicht zu dunkel, ist nicht zu hell, ist eigentlich ideal. Läuft super rein. Kann man echt nicht meckern. So weit, so gut. Ne? Zap, 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 zap. Und schon seht ihr, dass der Rucksack schon gut detailliert ist. Ja. Klar, das ist jetzt nur mal eben, in Anführungsstrichen, drüber pinseln. Ich persönlich benutze ja Acryl und Speed Paints und Airbrush. Also ich benutze ja eigentlich alles, was es so gibt. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Aber ich habe halt tatsächlich einige Modelle nur mit Speed Paints gemacht. Was natürlich auch funktioniert. Ja. Aber ich sag mal, für wirklich so Einzelmodelle oder so, finde ich das, ja, zu einfach. Also, ich mag Speedpaints, nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt keiner von diesen, ihr müsst mit Acrylfarben malen. Typen, die gibt's auch, habe ich gehört. Aber ich mag halt, wenn ich alles, was ich halt zur Verfügung habe, was ich nutzen kann, was ich kenne, wo ich mir zutraue, dass ich das damit hinkriege, nutze. Ja? Also ich bin keiner von denen so, ich mache das jetzt hier schnell und dann ist gut. Ja? Weil ich würde jetzt hier tatsächlich noch anfangen, Details reinzumachen. Später. Auch in den Helm und sowas. Und ich persönlich bin einer, der, ich mische gerne, das seht ihr hier an diesem Modell, der ist mit Acryl, mit Washes, der ist mit Speed Paints. Da ist halt wirklich alles dran. Und so mache ich meine Armee eigentlich immer. Ja. Das hier ist wirklich nur für Leute, die vielleicht tatsächlich mit Speed Paints sagen, ich habe eigentlich keinen Spaß dran, groß zu malen. Möchte aber, dass meine Modelle halbwegs nach was aussehen. Dafür finde ich Speed Paints super. Oder halt, um wirklich zu sagen, ah, da kriegst du so geile Effekte mit hin. Weil du kriegst richtig gute Leuchteffekte, kann man damit machen. Und ähnliches. Und ja, wie gesagt, jeder nach seiner Fasson. Aber ich mag es lieber mit Acryl, mit Washes, mit Airbrush, mit Speed Paints, auch mit normalen Metallfarben. Ich mag auch die Metallfarben, mögen ja viele auch nicht. Ich mag sie. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einmal ein Modell mit Speed Paints. Ne? Und danach zeige ich euch dann, wie man hier so einen Spaß macht, aber mit Acryl und Speed Paints und Washes und so, wo ich alles nutze. Und dann als letztes, dann zeige ich euch, wenn ich ein fertiges Modell habe, was ich da noch an Details mache. Es wird so ein kleiner 3-Folgen-Kurs, sag ich mal in Anführungsstrichen, dass man schon mal grob weiß, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Gibt natürlich noch 1000 andere Möglichkeiten. Gibt auch Stifte, habe ich wie letztens gehört. Da wäre ich ja gar kein Freund von. Aber, ja, wie gesagt, hier mache ich jetzt noch weiter. Und dann sehen wir uns, wenn ich das Braun fertig habe. Weil dann müssen wir ja noch die Waffe und das Gesicht machen. Und die Waffe hier. Ich habe gerade gesehen, da hat ja auch noch ein Schwert in der Hand. Gut, dann schnappt euch euren Pinsel und bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen weiter gemacht, weil ich mir dachte, den ganzen kleinen Kram, den müsst ihr ja gar nicht sehen. Das war jetzt schwarz die Schuhe. Das Schwert habe ich auch schon mal schwarz gemacht und gelb die Gürtelschnalle und das Schwert und hier so ein bisschen Kleinkram. Also ich habe wirklich nur Kleinkram gemacht,
Da dachte ich mir, das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Das Gesicht habe ich eben gemacht. Habe da den Bart schwarz gemacht und dann einfach nur mit Speedpaint das Gesicht. Erstmal habe keine Augen oder so reingemacht. Ja, und jetzt kommt noch die Waffe. Da hatte ich mir überlegt, da es scheint so eine Art Plasma-Batterie drin zu sein. Das werde ich jetzt mit Speedpaint Plasma, wie ist das? Plasmatic Bolt, wie passend, Plasmatic Bolt werde ich die machen und hier schauen, dass ich drumherum so ein bisschen was Leuchtendes habe, ganz minimal nur, damit es ordentlich aussieht. Und dann werde ich den Rest auch in einem etwas dunkleren Grün machen, die Waffe. Und natürlich hier die Sachen so ein bisschen metallisch, ne? Aber hier dieses, ja, was ist das? Ich würde sagen, die Hülle von der Mechanik, die Mechanik schützt, werde ich so ein dunkles Grün nehmen. Und zwar dieses Absolution Green. No. Und dann, ja, dann ist der schon fertig mit Speedpaints. Und wie gesagt, 25 Minuten die Waffe, ungefähr 5 Minuten noch. Knapp eine halbe Stunde, habt ihr eine Figur fertig, dass ihr auf den Spieltisch kann und auch noch geil aussieht. Das sind halt Speedpaints, total geil. Ja, genau. Und bevor ich es vergesse, Montagabend werde ich streamen auf Twitch. Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr gerne dabei kommen, dazukommen. Und da wird dann zusammen gemalt und Musik gehört. Ja, genau. Ne? Und falls ihr dann hier zum Beispiel bei dieser Figur hier mehr Details haben wollten würdet, da sind auf dem Schulterplatten sind Abzeichen, die kann man mit Gold oder Silber oder so ein bisschen rausholen. Ne? Hier auch. Und schon habt ihr ein bisschen mehr Detailreiche. Genau. Die Waffe wird auch einfach nur ein bisschen silbern. Vielleicht tue ich noch ein bisschen blau dran, aber ich glaube, dann wird die zu bunt. Ich mache die einfach silbern. Ja, und wie gesagt, die Waffe wird dunkelgrün, bis auf dieses Plasmatic. Da zeige ich euch das nachher, wie ich das gemacht habe. Jo. Ja, da sind wir wieder. Hier habe ich ihn jetzt soweit fertig. Also mal abgesehen von dem Schwert, da muss ein bisschen Silber noch drüber. Hier seht ihr die Plasma-Waffe, also die Plasma-Zelle. Und da habe ich einfach nur hier grün gemacht und ein bisschen weiß gelassen drumherum und dann mit dem Plasmatic Bolt und schon hat man so einen leichten Leuchteffekt. Ne? Nichts Wildes, nichts Besonderes, sieht aber, finde ich, nicht schlecht aus. Wie gesagt, ist halt die Standardeinheit. Ne? Da kann man ruhig ein bisschen fudeln. Ne? Ja, so, jetzt mache ich noch eben hier das Silber und die Base noch und dann ist der Junge fertig. Ja. Oh, das Silber, das ist ja nicht wirklich Silber, das ist ja Bold Metal, wo ist es? Ja, ich habe voll die Ahnung, wo was hier drin ist, in meinen Sachen. Da, Plate Mail ist das. Ja, Plate Mail, das nehme ich jetzt dafür. Und dann hat sich das Thema eigentlich erledigt. Dann ist der so gut wie fertig. Oh, ich sehe gerade, ich habe oben die Mündung vergessen. Ja, da kommt auch ein bisschen Silber bei hier. So. Zap, zap. Und schon ist das fertig. Das war ja nur so ein kleiner Rest, der über war. So. Und dann geht man jetzt hier. Oder auch nicht. Bisschen drüber, ein bisschen sehr wenig Farbe, so für Effekt, hallo. Allen Seiten, sonst ist das auffällig. Ja, Vorführeffekte zu ist alles bei mir nicht so, wie ich will. So. Und dann gucken, dass man hier von hinten so ein bisschen wenigstens noch mit abkriegt. So.
Und schon hat man's. Fertig ist er. Nö. Jo. Und das war's. Lasst gerne Like und Abo da. Oder nur ein Like oder nur ein Abo, wie ihr möchtet. Nur, wenn euch das gefallen hat. Und im nächsten Video schauen wir uns an, wie ich mit Acryl und Washes und sowas meine Figuren bemale. Dafür habe ich schon ein schönes Modell mir rausgesucht. Und ja. Dann sehen wir uns hoffentlich bei Twitch im Stream, wenn ihr Bock dazu habt. Und dann sage ich mal schön und schönes Wochenende euch, ne? Bye, bye.